Hundespielzeug gibt es ja unglaublich viel. Aber habt ihr schon mal überlegt, das Ganze selbst zu basteln? Mein Name ist Massi Samin und ich habe heute Tine bei mir. Ich habe sie kennengelernt über ihren Blog Dog Soulmate. Hi Tine, schön, dass du da bist. Hi, es freut mich sehr, ja. Erzähl mal, was machst du denn? Genau, also ich habe vor 3 Jahren meine Australian Shepherd Hündin bei mir einziehen lassen und habe das zum Anlass genommen, mich viel mit dem Thema Hund zu beschäftigen und ja, kam so auf meinen Blog und blogge seitdem, genau. Ich meine, Australian Shepherd ist ja wahnsinnig intelligent, das heißt also, du musst sehr kreativ dort arbeiten. Genau, ich muss mir immer was Neues einfallen lassen, trainiere mit ihr regelmäßig und deswegen versuche ich dann immer abwechslungsreich zu sein. Wenn ich dann irgendwie was finde, was ich selber machen kann für sie, dann mache ich das natürlich total gerne, ja. Was hast du uns heute mitgebracht? Heute habe ich ein einfaches Spielzeug dabei, was jeder zu Hause selber nachmachen kann. Das ist die sogenannte Affenfaust. Das ist ein Hundespielzeug. Einfach draußen zum Spielen, ein bisschen zum Zerren, zum Werfen kann man diese Affenfaust nutzen. Oder Verstecken, dass ein bisschen Suchspiele mit eingebaut werden. Also ein vielfältiges Hundespielzeug zum selber machen. Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine Schere und ein Seil, am besten in 8 bis 10 mm Dicke. Da könnt ihr einen Tau nutzen oder ein Paracord. Genau, und dann eigentlich nur noch eure Hände. Cool, dann lass uns loslegen. Es gibt verschiedene Varianten von der Affenfaust. Ich habe euch heute einfach mal die einfachste mitgebracht, die ihr zu Hause ganz schnell nachmachen könnt. Wir fangen am besten an mit dem Seil. Wir brauchen ungefähr so 2,5 bis 3 Meter, lieber länger als zu kurz. Und das schneiden wir uns einfach zurecht. So, und dann können wir eigentlich schon direkt anfangen. Ich würde sagen, du probierst es einfach mal mit. Cool. Und genau, wir haben ja jetzt die Länge zugeschnitten. Wir starten ganz einfach. Und zwar nehmen wir ein bisschen Seil in die linke Hand am besten, dass man hier ein bisschen Luft hat. Die Hand ist jetzt für den Starten ein gutes Hilfsmittel, weil wir jetzt das Seil 3-mal drum schnüren. Das ist das Prinzip, was sich jetzt die ganze Zeit eigentlich durchzieht. Wir haben 3-mal das Seil hier auf der Innenseite zu sehen und dann auch 3-mal hier außen. Genau richtig. Und jetzt nutzen wir den kleinen Finger wieder als Hilfsmittel und schnüren dann von innen nach außen das Seil. Genau. So, jetzt schieben wir das Seil ein bisschen nach oben. Oder greifen es so in der Hand, weil wir jetzt nach dem waagerechten Schnüren müssen wir jetzt das Ganze in der senkrechten nachmachen. Muss man immer so ein bisschen hin und her schieben, dass man dann hier aber starten kann. Man muss halt schauen, dass immer diese 3 Seile nebeneinander liegen und jetzt dann auch die 3 Seile in der waagerechten schon dann wieder nebeneinander liegen. Genau. So, und jetzt haben wir ja hier diese zwei Löcher und da wird jetzt das Seilende genau dann durchgesteckt und auf der anderen Seite wieder raus. Das heißt, wir bewegen uns jetzt quasi 3-mal wieder im Kreis. Schau mal, und dann gehst du jetzt noch einmal drum und jetzt gehst du von hier hinten da nach vorne durch. Genau, und jetzt kommt es auf der anderen Seite. Stecken wir das jetzt hier so durch. Das ist dann quasi die erste Reihe. Und dann kann man auch immer schon mal gucken, dass auch die 3 Seile nebeneinander liegen. Kann das schon mal so ein bisschen hin und her schieben. Wirkt. Ich habe mir die Finger verknotet. Aber was ist das denn? Das ist ja wie in der Hundeerziehung. Man muss einfach an dem Thema dranbleiben und konzentriert sich auf die Dinge einlassen. Sehr gut. Und dann am Ende gibt es dann ein tolles Ergebnis und man kann stolz auf seinen Hund oder auf sich selber sein, weil man ein tolles Hundespielzeug selber gebastelt hat. Genau. Ich mache das mal ganz kurz für mich. Genau. So, jetzt habt ihr nochmal die letzte Chance zu überprüfen, ob wirklich an allen Ecken und Enden 3 Schlaufen liegen. Dann müsste das genau so aussehen. Und genau jetzt wie haben ich hier. 3-mal. Genau.
Der letzte Schritt ist jetzt eigentlich nur noch die Verbindung von diesen zwei Enden. Da mache ich jetzt kein riesen Hexenwerk. Ich knote die einfach irgendwie zusammen, so dass es hält. Die Bliss, meine Hündin, die hat immer einen ganz starken Zug drauf. Und deswegen möchte ich da gut vorbereitet sein. Und dann sollte der schon fest zugezogen sein. Und dann ist das gute Stück eigentlich schon fertig. Sieht doch Hammer aus, oder? Findest du nicht? Doch, also wirklich mit Charakter gestaltet, auf jeden Fall. Ja. Ihr könnt ja abstimmen in der Infocard. Ja. Team Massi oder Team Tine. Also man kann hier das Ding als Affenforst nutzen oder als Accessoire beispielsweise. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Aber super, Tine. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, total gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zur gewohnten Zeit, 17 Uhr.